Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay, wieder verteilt über ganz Deutschland. Ich bin Jan von Kinghardt aus Bremen. Ich bin Jan von Owned by Gravity aus Frankfurt und Wien. Das ist der andere Jan. Los, los. Ach, jetzt komme ich. Und Ja, dann erst Matthias. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Ich ja. bin Jan von Deck 13 aus Frankfurt. Und mein Name wurde erwähnt, Matthias, und ich bin Solo Developer von Chained Echoes. Genau. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, was, glaube ich, ein paar von uns am Herzen liegt, weil wir uns noch daran erinnern können, dass früher alles besser war. Und das Thema Oh ja, ist, es war besser. das Thema ist Retro-Games, Nostalgie. Gibt es da momentan eine kleine Welle oder sogar eine große Welle? Ist es der Anfang von etwas oder schon das Ende? Und ja, ganz allgemein, ich meine, im Kino hat man schon länger das Phänomen, dass alle paar Jahre derselbe Film im Prinzip nochmal wiederkommt. Früher war es immer so, man dachte, ah ja, da gab es früher mal irgendeinen Film und jetzt gibt es die Neuauflage, aber man hat immer nur die Neuauflage gekannt. Und jetzt mittlerweile, zumindest bin ich so alt, dass ich noch die Originale kenne und noch weiß, als die im Kino waren. Und das fühlt sich teilweise etwas seltsam an, wenn dann Dinge wie Spider-Man oder keine Ahnung auf einmal ein Remake kriegen und man denkt, oh Moment, das ist gar nicht so lange her, dass das Original im Kino lief. Bei Spielen haben wir das momentan auch. Wir haben sehr viele Spiele, die eine Neuauflage kriegen, ein Remake. Dinge wie Mafia zum Beispiel oder von unseren Deathplay-Kollegen Adrian, das Destroy All Humans zum Beispiel. Ja, erstmal, kommt einem das nur so vor? Gab es das schon immer oder ist das jetzt wirklich eine neue Welle, Jan Klose? Ich fürchte tatsächlich, das gab es schon immer, denn ich habe mal versucht, ein bisschen zu rechnen und überlegt, okay, Filme, wo ich dachte, wow, jetzt kommt hier der super neue Film und die ich immer noch als Referenz dran ziehe, zum Beispiel Herr der Ringe ist jetzt 20 Jahre alt und ich würde mal sagen, nach 20 Jahren wieder die gleiche Jeans aus dem Schrank holen zu dürfen und zu sagen, hey, der Schnitt ist wieder im Trend, ist relativ klassisches Muster. Also das passiert in der Mode, das passiert bei Filmen. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die das ein bisschen verzerren. Ich glaube, das liegt tatsächlich auch an der Popkultur, dass einige Trends ein bisschen anders oder länger gezogen sind als vorher. Es gibt ja nicht mehr so unbedingt den einen Sommerhit und an den erinnert man sich 10 Jahre, sondern es gibt ja zum Beispiel extrem starke Fernsehserien, die über 6, 7, 8 Jahre lang teilweise die Diskussion bestimmen. Nehmen wir mal Game of Thrones oder sowas oder von mir aus auch noch davor Harry Potter, wo man sagt, das sind viele Jahre, in denen begleiten wir ein popkulturelles Phänomen, das sehr, sehr viel nach sich zieht. Und ich habe den Eindruck, dadurch sind die gefühlten Längen eben einfach ein bisschen gestreckt. Ich finde sogar, um da mal die Kurve zu schlagen, das merkt man an Spielekonsolen, an der Technik. Die Technik hat sich rasant weiterentwickelt, Anfang der 2000er, Ende der 90er, sodass man wirklich die alte Konsole wegschmeißen konnte, weil die neue einfach 100-mal mehr konnte als die alte. Und wenn dann nach 3 Jahren oder so die neue kam oder nach 4, dann war das eine neue Welt. Und inzwischen hatten wir auch in unserer letzten Folge. Es ist ein Update, aber ich bin immer noch sozusagen in dem gleichen Ding. Ich kaufe eine PlayStation. Irgendwann war die PlayStation neu, weiß nicht, 1996, 97. Davor gab es keine PlayStation. Und jetzt gibt es halt die PlayStation. Wen interessiert, ob da eine 4, eine 5 oder eine 5 oder eine 6 davor steht? Das heißt, da glaube ich, hat sich das Ganze einfach ein bisschen gestreckt. Und ich glaube aber ansonsten, ja, es ist etwas, was tatsächlich schon immer so war. Ich glaube, es ist spannend zu sehen, was sind gerade die Retro-Trends? Wo kommen die her? Warum gibt es ausgerechnet die? Warum gibt es ausgerechnet Pixelspiele, so viele? Was soll das? Das ist ja sozusagen früher sehr hübsch gewesen, dann eine ganze Zeit lang alt und hässlich gefühlt und jetzt teilweise hübscher als sozusagen die tolle 3D-Welt in den Köpfen und im Erlebnis von Spielern. Wie Aber kann das funktionieren? das finde ich eine spannende Frage, weil das ist ja, also gerade das 8-Bit- und 16-Bit-Phänomen finde ich interessant. Da fragen wir jetzt gleich mal den Matthias. Ja, also es ist ja so, glaube ich, dass der Als durchschnittliche. Beepen kam, da warst du noch nicht geboren. Also da hast du noch in die Windeln gemacht. Das ist ja nicht Nostalgie, du hast es ja nie erlebt. Was ist denn daran so geil? Da haben wir eben dich kurz verloren. Ja, wir Da haben hast du einen kurz kleinen deine Aussetzer Optimierung. gehabt, der hat hier aber sehr für Spannung gesorgt und den Matthias Aber ich auf glaube, dem die an der Windeln sind Windeln dafür. gehört. Aber verstanden. Sorry. Nee, Matthias, erstmal, du entwickelst gerade ein 16-Bit-Spiel oder ein Spiel mit 16-Bit-Optik, sagen wir so. Ja. Warum ist das so?
Das darauf bezog sich Jan wahrscheinlich. Ja. Sind das die Spiele, mit denen du aufgewachsen bist? Die müssten doch eigentlich schon alt gewesen sein, als du jung warst, oder nicht? Ja, also tatsächlich in den 90ern war so 90er sind die Spiele, wo ich mit vielen Genres zum ersten Mal in Kontakt getreten bin. Und was ich gerade halt sagen wollte, ich glaube, ich bin halt der Durchschnittsspieler, was vom Alter angeht. Ich bin nämlich 34, ich glaube, der Durchschnittsspieler ist auch 34 oder 35 oder sowas. Das heißt, ich glaube, viele haben halt in den 90ern halt angefangen tatsächlich, mit halt, als die Spiele halt diese Pixel halt Optik noch hatten. Und ich glaube, deswegen findet man daher so eine große Zielgruppe, weil es halt die ersten Spiele, die man halt spielt, sind die halt einem in Erinnerung bleiben. Und darauf aufbauend habe ich halt zum Beispiel mein Spiel auch so ein bisschen versucht, die Zielgruppe zu finden. Also ich habe mich eigentlich bei meinem Spiel an mich selbst orientiert, weil ich dann sozusagen die perfekte Zielgruppe bin, mit 35, der in den 90ern aufgewachsen ist, der zum ersten Mal auf Super Nintendo irgendwelche Rollenspiele gespielt hat, und mache somit ein Spiel, das genau für mich ist und gleichzeitig halt auch für diese ganzen Retro-Liebhaber, die halt ungefähr im gleichen Alter sein dürften, was, wenn es um die 90er-Jahres-Spiele geht zumindest. Also du meinst im Prinzip, der Grund, warum das so gut ankommt, ist, dass es da so eine emotionale Verbindung irgendwie gibt und Leute tatsächlich so ein bisschen dieses, ah, früher die gute alte Zeit irgendwie. Ja, das ist halt so, man erinnert sich halt zurück, also man hat das Gefühl, ja, die Welt war, weil man vieles auch vergisst, weil es schon so lange zurückliegt, dass man, ja, es war auch alles irgendwie viel simpler, die ganze Spielelandschaft, das war alles überschaubarer, die meisten hatten noch kein Internet, die wussten gar nicht, was es für Spiele gibt. Wenn man sich ein Spiel gekauft hat, dann musste das reichen für den Monat, für die Monate vielleicht auch, bis es wieder Taschengeld gab, je nachdem, wie alt man war. Und das Ganze ist halt so ein Wohlfühlgefühl, das man damals hatte und was man halt auch immer wieder gerne haben wollen möchte, auch in der Zukunft. Also man sehnt sich ja irgendwie danach. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir momentan gefühlt in sehr unsicheren Zeiten leben, dass es so ein bisschen diese so eine Sehnsucht nach, nach einer einfacheren Welt vielleicht irgendwie ist. Weil ein Beispiel ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist halt die Zeit, wo es im deutschsprachigen Raum die Heimatfilme gab und in den USA gab es die Western und Ja. das war alles so ein bisschen so heile Welt. Ist das vielleicht noch ein Element? Ich glaube schon ein bisschen, das ist ja jetzt hier mit der Globalisierung, mit der Finanzkrise, mit der Corona-Krise, mit überall Brennherde gefühlt wachsend mit jedem Jahrzehnt und so. Ich glaube schon, dass man dann versucht halt in die Kindheit zurück. Es ist ja nicht unbedingt so, dass es wirklich viel einfacher war, aber man war halt jünger und man vergisst auch viele Sachen und man hat halt das Gefühl, dass es alles simpler war. Und deswegen wünscht man sich auch an Erinnerungen zurückzudenken, die man halt mit der Zeit damals verbindet. Jan Klose, es Ja. gab eine Zeit lang die Diskussion, dass in der Filmbranche, aber dann auch ein bisschen Zeitversetzung in der Computerspielebranche, dass es nur noch Fortsetzungen geben würde, dass halt es wenig innovative oder neue Spiele gibt und jetzt gibt es den achten Teil von irgendwas und die jährlichen Iterationen von Call of Duty oder was weiß ich was. Sind wir jetzt irgendwie bald in einer Phase, wo es dasselbe Problem oder dasselbe Gefühl zumindest gibt, was Remakes angeht, dass es vielleicht noch nicht mal der neue Teil von einem, keine Ahnung, Resident Evil ist, sondern dass jetzt halt wieder nur ein Remake kommt. Ist das ein Problem oder ist das was, wo momentan Leute noch sagen, nee, cool, Resident Evil oder auch andere Spiele, keine Ahnung, ein Final Fantasy VII, ich habe da immer nur von gehört, ich habe es nie selber gespielt und jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, das Spiel selber zu spielen. Ist es eher positiv oder negativ, was Ich habe denkst schon das Gefühl, ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Reboots sozusagen von Marken hervorragend funktionieren, weil die Leute die alten Spiele nie gespielt haben und teilweise sie gar nicht spielen können, weil sie gar nicht mehr richtig schön erlebbar sind. Also klar, man kann Remakes machen, wie zum Beispiel von einem Tomb Raider. Wer wirklich, so wie ich damals auf der PlayStation 1 Tomb Raider gespielt hat und heute die PlayStation 1-Version von Tomb Raider nochmal spielt, der kotzt. Also alleine man guckt durch alle Wände durch, weil das Clipping überall nicht stimmt und sowas. Das wirkt eigentlich gar nicht wie was, was man jetzt überhaupt nur als eine Alpha-Version rausbringen könnte. Aber das Gefühl hat man gar nicht mehr. Bei Pixelspielen ist das oft anders. Die hatten damals einen Charme und die können den Charme immer noch haben. Aber ich glaube, es gibt so eine Generation von Spielen, die sind halt auch heute einfach nichts mehr. Und ich glaube, die zu rebooten funktioniert hervorragend.
Ich glaube auch, dass Spieler einfach sich selber ein bisschen neu erfinden, neu interpretieren können, wie es zum Beispiel das neue God of War getan hat. Ich finde, die neuen Tomb Raider sind eigentlich sehr, sehr klassisch an den alten angelehnt, auch wenn sie mit ein paar neuen Mechaniken spielen. Und ich glaube tatsächlich, gerade bei Spielen ist es einfacher als bei Filmen, ein Remake zu machen, der wirklich was Neues ist, weil der neu aussieht, neue Mechaniken, neue Erlebnisse, Erfahrungen mitnimmt, die einfach in der Zeit gewachsen sind. Filme sind immer noch nach den gleichen Regeln zu erleben. Also noch nicht mal der 3D-Trend hat jetzt irgendwie was ganz Neues ausgelöst, sondern ich gucke immer noch 2D-Filme und kann mir auch einen Film von vor 30 Jahren angucken, wenn er jetzt nicht irgendwie sehr peinliche 3D-Computereffekte hat und gut geschnitten ist, dann ist er genauso gut wie ein Film, den ich mir jetzt angucke, zumindest auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und ich glaube, das ist schon noch so ein Unterschied. Und ich glaube, deswegen so ein Remake und so eine Schleife bei Spielen fällt sozusagen gar nicht so auf wie bei Filmen oder bei anderen Popkulturereignissen, weil sie eben doch immer eine ganz krasse neue Komponente dabei hat. Einfach auf technischer Seite sozusagen, ja. Ja, ja. Wobei die Beispiele, die du eben genannt hast, God of War und Tomb Raider Reboot, die würde ich halt noch nicht mal unter der Kategorie laufen lassen, glaube ich, weil das ist halt, ich sag mal, das neue God of War ist halt ein deutlich anderes Spiel, als die anderen God of Wars waren. Und ich sag mal, man kann so ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen einem Remaster und ein Remake. Also Remaster, würde ich sagen, ist vielleicht einfach dasselbe Spiel, nur dass es heute funktioniert. Vielleicht so ein bisschen, was Nintendo gerade mit Super Mario 64 und Sunshine und Galaxy One gemacht hat. Im Prinzip dasselbe Spiel, aber wieder vernünftig zu spielen. Mit Resident Evil? Die Remasters, die ja schon eine andere Spielart, eine modernere eingebaut haben? Resident Evil, würde ich sagen, das ist quasi ein Remaster. Das heißt, das ist vom Ablauf her nicht exakt dasselbe und es ist halt moderne Technik, aber ich sag mal, es ist so dicht dran, dass es praktisch dasselbe Spiel ist, nur sozusagen, wie man es heute machen würde. Ja. Und dann hat man eben sowas wie ein God of War, was halt wirklich ein Reboot, glaube ich, ist. Aber ich glaube, es gibt schon einen Punkt, also ich finde es einen spannenden Unterschied. Es gibt dieses Uncanny Valley-Ding, also alle frühen 3D-Spiele bis dann so, keine Ahnung, Ende der 90er, Anfang 2000er, die sehen halt einfach nur noch scheiße aus heute, weil ich noch einen Vergleich habe. Das Schöne an dieser Pixelgrafik oder auch an ISO-Spielen oder 2D-Sachen, von denen man ja eine Weile lang gedacht hat, okay, die waren damals technisch notwendig, weil sie durch die Gegebenheiten nicht besser gingen. Heute müsste man das nicht mehr so machen, aber die haben eben, da gibt es einen ästhetischen Fortschritt trotzdem, also die neuen 8-Bit-Spiele sind keine echten 8-Bit-Spiele und nutzen Beleuchtung und all möglichen Kram, aber die Optik wird halt nicht so alt. Das ist halt das Gleiche wie, keine Ahnung, eine Bleistiftzeichnung oder so. Die ist technisch jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand, aber die altert eben auch nicht in der gleichen Weise. Wie etwas, wo man deutlich sieht, oh, das ist jetzt aber irgendwie eigentlich schlecht gemacht nach unseren Kriterien heutzutage. Also ich glaube, diese Lücke gibt es auch noch. Und das ist eine andere Form von Retro. Also das ist nochmal was anderes als dieser HD-Remaster-Trend und das ist nochmal was anderes als der Reboot-Trend. So viele verschiedene Trends. Das ist ein bisschen das, was Jan eben meinte, dass halt diese, ich sag mal, 2D-Grafik ähnlich wie die Filme auch nicht so schnell altert, weil man da eben diesen technischen Aspekt nicht so stark hat. Ja, ich muss dazu sagen allerdings, da habe ich auch etwas falsch gelegen. Wir haben ja mit unserem Spotlight Publishing Programm jetzt nicht nur so tolle Spiele wie jetzt von Matthias dabei, sondern auch noch andere 16-Bit-Pixel-Spiele, nämlich zum Beispiel Crosscode. Und als die Jungs an uns rangetreten sind, habe ich gesagt, das war vor 4 Jahren oder sowas. Das hat relativ lange gedauert, bis Crosscode dann doch wirklich rauskam. Aber ich sage, hier Leute, macht das schnell fertig. Wir haben jetzt gerade so einen Pixel-Rollenspiel-Trend, aber der wird bestimmt nicht lange anhalten. Ja? Bringt das mal Ende des Jahres raus. Und die so, nee, wir haben noch Ideen, wir wollen vielleicht, naja, okay, vielleicht können wir das 4. Dungeon weglassen und die 4. Kraft und so. Dann 2 Wochen später, nee, wir wollen auch die 4. Kraft noch machen und das Dungeon und so weiter. Und ich immer so, nein, Leute, wenn ihr fertig seid, dann kräht kein Hahn mehr nach diesen Pixelspielen. Das ist gerade ein verrückter Indie-Trend. Und komischerweise hat sich das wirklich zu einem, ja, zu einer eigenen Nische entwickelt, dass das für viele Leute für Games oder für Indie-Games steht. Und ich fand die Frage eigentlich total spannend von eben zu sagen, von Jan zu sagen, hat es was damit zu tun, dass man vielleicht auf einfache Sachen mehr steht, dass man wieder einfache Sachen haben will?
Ich würde es noch nicht mal unbedingt nur auf die äußeren Umstände, wie jetzt irgendwie eine komplexere Welt, eine schwierige Welt beziehen, sondern auch auf die Games an sich. Denn wir selber entwickeln Spiele, die werden sehr komplex mit irgendwie Action-Rollenspiel und immer offenerer Welt und was ich da nicht alles machen kann. Ist natürlich vom Entwickeln her schwierig, aber vor allem ist es auch vom Spielen her natürlich ein Riesending. Und viele, viele Spiele funktionieren einfach cool, weil sie schöne Spielregeln haben. Viele Leute spielen auch noch Brettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele und die muss man nicht ersetzen durch eine virtuelle Welt, in der ich mich verliere. Und ich glaube, das ist auch noch eine Art Trend zu sagen, ein Spiel darf sich auch einfach als Spiel oder als Spielchen, jetzt mal übertrieben, verstehen. Und ich brauche nicht eine Welt, die auf mich einwirkt, sondern ich brauche tolle Spielregeln, ich brauche schöne Bilder dazu, ich brauche ein was Gutes, Passendes, eine passende Story. Und dann kann ich mich da drin vielleicht auch schöner verlieren oder ich mag das auch lieber, genauso wie vielleicht auch lieber ein Buch lese, als einen Film anzuschauen mal ab und zu. Ich glaube tatsächlich, dass sich da was etabliert, was für sich auch stehen kann. Also was ich aus der Folge heute mitnehme, ist, sobald Jan Klose ein Publisher war, hat er sofort die Entwickler unter Druck gesetzt, sie möchten das Spiel. Ja, natürlich, sofort alles, was sie mit uns gemacht haben, haben wir gleich weitergegeben, jetzt endlich. Und er hatte keine Ahnung vom Markt. Also auch so das, dann, ja, natürlich. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Perfekte Metamorphose. Ist das wirklich so, dass die simpler sind? Also wir haben jetzt gleich, ich frage dich jetzt gleich, Matthias, diesmal versuche ich es ohne Unterbrechung, weil meine Wahrnehmung, also ich habe neulich mit meinem Sohn aus Nostalgie auf diesem alten Ding, wo 1 Million Nintendo-Titel und Zeug drauf sind, habe ich angefangen zu sagen, ach komm, die alten Titel, wir spielen mal Pac-Man und irgendwie Time, keine Ahnung, wie das heißt, mit diesem Flugzeug, das durch die Zeiten fliegt und blablabla. Und die sind so schwer. Wow. Ich habe tatsächlich als Kind konnte ich Donkey Kong spielen, jetzt bin ich kaum mehr über den zweiten Level hin und rüber gekommen und mein Sohn im Übrigen genauso, der auch also halt viel Fortnite spielt oder irgendwas macht, was er nicht tun soll. Und der hat frustriert relativ schnell aufgegeben, weil diese Spiele halt natürlich erstens noch aus dieser Coin-Automatik waren, also wo du 1 Million mal den ersten Level spielen solltest am besten, damit du halt möglichst 1 Million Münzen einwirfst. Aber auch, weil die eben ganze Sachen, die erklären dir nichts, die nehmen dich nicht an die Hand, da gibt es keine irgendwie, oh, Step by Step und dann nochmal Wiederholung und hier nochmal irgendwie eine Hilfe dort und Hilfe da. Die hauen dich da rein. Friss oder stirb, meistens stirb. Ja. Und das ist ja, also das ist diese Roguelite, Dark Souls, die das sozusagen modern gemacht haben, die haben ja nichts anderes gemacht, als eigentlich das Spielgefühl dieser alten Titel zu geben. Ist das ein wichtiger Teil für dich von diesem Retro-Gaming, dass man auch nicht dieses ständige gepampert werden und das nächste Ziel direkt mit einer Einblendung vor die Nase gestellt, sodass du eigentlich nur noch so ein Film abläufst und ab und zu auf irgendwas schießt? Ja, das ist eine Mischung. Also wenn man heutzutage ein Retro-Spiel macht, dann macht man eigentlich ein Spiel, das nicht wirklich so ist wie die Spiele damals, sondern halt wie die Leute es in Erinnerung haben, wie die Spiele damals waren. Das heißt, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, jetzt, ob es schwer ist oder leicht, das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, aber es gibt halt manche Sachen, die einfach ziemlich sich klobig angefühlt haben, Speichersysteme ganz einfach oder Checkpoints setzen und sowas. Sachen, die einfach es nicht unbedingt schwieriger machen, nur Einfluss haben auf das Spiel, aber die einfach nervig sind. Und solche Sachen lässt man halt raus und man versucht dann halt sozusagen, man macht schon eine moderne Version mit modernen Gameplay-Mechaniken, die aber anknüpft an Sachen, die wir gut fanden an alten Spielen und lässt alles so wirken, als wäre das alles oldschool, das war eigentlich schon immer so. Aber wenn man tatsächlich zurückgeht, sieht man auch, oh mein Gott, wie schwer das alles ist und oh mein Gott, wie umständlich und ja, wie langweilig, ich habe Devil May Cry gespielt, mein Gott, ist das ein ödes Spiel. Boah, so viel Leerlauf, Hammer. Das sind lauter Räume, wo du reingehst, wo gar nichts passiert. Die sind einfach nur dafür, dass sie leer sind und dann redest du mit Leuten, die auch nichts Gescheites zu sagen haben. Ja. Und das ist so, also das ist so offensichtlich. Und in der Tat, in meiner Erinnerung war Devil May Cry damals, oh krass, und du hast diese Action, dann gibt es diese Adventure-Einlagen und dann waren da Leute und du konntest mit denen reden und hast voll die Aufgaben. Pustekuchen. Also tatsächlich, du hast recht, es geht nicht darum, das zu machen, was früher war, sondern wie die Leute sich erinnern, gloriös, genau. durch den Filter der Nostalgie gedreht, aber mit modernen Mitteln sozusagen die ganzen Leerzeiten und Unzulänglichkeiten ausgemerzt irgendwie da dran. Ne? Ich habe vor ein paar Jahren nochmal Syndicate gespielt, was früher eines meiner Lieblingsspiele war. Und ich konnte nicht glauben, dass das die Steuerung dieses Spiels ist. Mhm. Ich war absolut überzeugt, dass das anders funktionieren muss. Das kann nicht sein, dass man so dieses Spiel gesteuert hat. Ich habe original gegoogelt, was schiefgelaufen ist oder wie man irgendwie, keine Ahnung, die richtige Steuerung zurückkriegt. Und es war halt original, es war natürlich dieselbe Steuerung, wie es damals war, nur
Damals hat man es akzeptiert und heute ist es einfach komplett unakzeptabel. Ich habe es damals schon gehasst, die Steuerung, aber ja. Weißt, was du meinst. Genau. Ja. Aber auch vielleicht da nochmal die Frage, wenn man sagt, man macht ein Remake oder man ja, macht eine Neuauflage von einem Spiel, in welcher Form auch immer, wie stark darf oder soll oder muss man sich denn von diesem Original entfernen? Weil man hat natürlich immer so ein bisschen diese zwei Ebenen. Das ist halt einerseits gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich möchte halt das Spiel so spielen, wie es damals war, weil das ist das Spiel, was ich im Kopf habe und ich möchte gerne nicht, dass die Story geändert wird oder dass vielleicht, ich sag mal, auf moderne Befindlichkeiten eingegangen wird, während der Nächste vielleicht sagt, ja, aber ich will halt genau das. Ich möchte halt eben ein Spiel spielen, was heute gut ist und nicht, was vor vielleicht 10 oder 15 oder 20 Jahren mal gut war. Habt ihr da irgendwie ein Bauchgefühl für? Ist es beides legitim oder sollte man einfach sagen, was Vergangenheit ist, soll Vergangenheit bleiben und wir machen Spiele für heute und es soll gefährlichst heute funktionieren? Finde ich spannend, vom Matthias nochmal zu hören. Genau, würde ich auch den Matthias erst fragen, dann sage ich noch was dazu. Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Also glücklich kann man dann, glaube ich, niemals alle machen. Das ist halt, erstens muss man gucken, wie man es verkauft. Man muss ja erstmal richtig benennen, Remaster, Remake. Und die Leute müssen halt wissen, was sie ja kriegen. Und ich glaube, ich finde es schon, dass sie ziemlich nah am Original sein sollten. Aber man müsste irgendwie so Sachen reinbringen, so außerhalb des Spiels, die man halt nicht unbedingt irgendwas am Spiel ändert. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, das kann man ja von Emulatoren, dass man überall speichern kann, zum Beispiel Speicherslots hat. Dann können vielleicht ein paar Leute behaupten, ja gut, jetzt geht aber so ein bisschen die Spannung weg, dass wenn ich hier beim Gegner sterbe, jetzt wieder eine Stunde lang hinlaufen muss und so weiter. Aber es ist halt eine Sache, man kann nicht alle glücklich machen. Es ist halt so ein Akt. Ich würde sagen, wenn es geht, am Original halten, so nah wie möglich, mit so ein paar Basic-Sachen, so zum Beispiel Steuerung anpassen können oder speichern können überall und sowas, muss schon drin sein. Aber wie gesagt, das ist halt das schwierige Thema, glaube ich. Ja. Also wir haben ja gerade mit Fantasy Journal 2 zwar kein Remake gemacht, aber ein Titel, der 20 Jahre alt ist, sozusagen im zweiten Teil jetzt gemacht. Und das ist immer so ein Thema, also es ist einmal schwerer, wenn du einen konkreten Titel hast als Referenz, ja, weil du dann natürlich den Effekt hast, dass es Leute gibt, die das sozusagen direkt 1:1 daneben halten und dann kämpfst du mit dem Effekt auch, der auch der Vorteil ist, nämlich der Nostalgie, weil in deren Erinnerung ist das Spiel auch viel geiler damals als das neue Spiel, was du gemacht hast. Auch wenn dein neues Spiel objektiv alles besser macht, sozusagen, selbst wenn es so wäre, dann erinnern die sich trotzdem an was. Du kannst gegen diese Nostalgie nur begrenzt ankämpfen. Das heißt, die spannende Frage ist, kannst du die zentralen Elemente, die für die dieses Spielgefühl ausgemacht haben, kannst du die rüberbringen? Bei manchen Sachen mag es die Story sein, bei anderen ist es, keine Ahnung, die bockschweren Rätsel, bei Dritten ist es der Humor, bei uns war es jetzt, gut, es ist rundenbasiert, es ist Strategie, es hat bestimmte Themen, es hat eine Welt, es hat viele, viele verschiedene Einheiten, die irgendwie bunte Sachen können. Das heißt, du kannst dich an so Eckpfeiler dran halten und dann gucken, was du dazu baust. Und da würde ich dem Matthias zustimmen, du verlierst immer Leute. Also wir haben auch Leute, die gesagt haben, Fantasy Journal 1 war so geil und euer Spiel ist voll doof. Weil ist nicht so. Es hat Sachen anders gemacht letztendlich. Es hat nicht mal Sachen besser, schlecht, sondern einfach nur Sachen anders gemacht. Andere haben zum Beispiel gesagt, ja, bei Fantasy Journal gab es 200 Einheiten, bei euch gibt es nur 70. Und wir so, ja, aber die 200 Einheiten waren halt 8 Einheiten ungefähr 20 Mal, weil die immer das Gleiche gemacht haben. Die sahen ein bisschen anders aus, weil halt Pixelgrafik, da war es ein bisschen egal. Ansonsten funktional war die immer identisch. Das heißt eigentlich, aus unserer Sicht voll langweilig. Und die haben aber nur gesehen, oh, 200 Einheiten, keine 200 Einheiten, meh. Und gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die sagen, boah, viel geiler, weil alles modernisiert und sozusagen vorsichtig weiterentwickelt, behutsam weitergebracht, neue Elemente reingebracht, die sinnvoll sind, die Dinge vertieft, die vielleicht vorher da waren, aber eben nicht so ausgeprägt waren. Und ich glaube, der Grund, warum das relativ gut ankommt bei uns im Rahmen zumindest von den Fantasy Journal 1 Fans, also auch sonst ganz gut ankommt, aber bei denen eben auch, ist, dass wir halt vorher ziemlich genau hingeguckt haben, was hat das ausgemacht, Leute interviewt haben, auch die das immer noch heute spielen. Und auch natürlich ein bisschen muss man selber das Gefühl dafür haben, glaube ich. Also wir waren eben auch Fans von dem alten Spiel. Aber wir haben zum Beispiel 1:1 die Musik übernommen. Die haben wir nur neu abgemischt. Weil die halt heutzutage mehr Tonspuren erlaubt als früher mit deinem MIDI-Kasten.
Aber das war so ein Ding, das alle genannt haben sofort. Und das war auch ein super Erkenner, weil das Menü geht auf, die Musik geht los und also, oh, Fantasy Journal 1, weil Musik eben auch so ein ganz emotionales Thema ist. Das kommt sofort so eine ganze Menge von Sachen transportiert. Und ich glaube, das ist der Trick, dass wenn du was machst, was du nicht einfach nur eins zu eins kopierst, dass du dir dann wirklich überlegen musst, was ist denn eigentlich das, was das Spiel ausmacht, was besonders war damals und was für die Leute sich in Erinnerung blieb, was nicht unterweise die gleichen Sachen sind. Was ich noch spannend finde, ich weiß, wir sind schon am Ende der 25 Zeit. Minuten, Nur noch Mann! schnell. Ich finde es spannend, weil Voll die Retro-Zeit. was du gesagt hast, genau, was du gesagt hast, ist wirklich ein Spiel nochmal neu auflegen oder eine Erweiterung ganz im Geiste des anderen. Was Matthias ja macht, ist ja ein Spiel inspirieren lassen von den alten Sachen und dadurch natürlich mehr Freiheiten haben und eine neue Idee einfach mitgeben können und nicht sozusagen unbedingt das geben müssen, was die Fans wollen, sondern vielleicht eher, was die Fans des Genres allgemein cool finden. Und wir haben es ja mal noch extremer gemacht, als wir vor einiger Zeit, das ist ja auch schon wieder Retro, Venetica, unser erstes Action-Rollenspiel, entwickelt haben. Und da war tatsächlich ein Vorbild für das Erleben des Spiels war The Bard's Tale von den ganz alten Spielen, wo man immer in einem Kasten in der Ecke hat man immer so die Welt gesehen, dann hat man mit einer Taste nach vorne gedrückt, dann ist die Stadt so ein Stück weiter gerückt, dann stand man auf dem nächsten Feld und so. Und man ist Warte, habe ich mit dauernd. dem Zeichenblock Ja, natürlich, mitgetrackt. man hat sich dann immer die Karten gemalt und Ja. so. Aber wir haben überlegt, was ist das Geile da dran? Wir haben gesagt, das Geile ist, dass du die ganze Zeit in irgendwelche Türen reingehst und nicht weißt, was dahinter ist. Wenn wir also eine Stadt machen, dann hat die Stadt ganz viele Türen und du findest immer wieder eine Tür und weißt nicht, was dahinter ist. Manchmal ein Monster, manchmal ein Schatz, manchmal ein NPC mit einer Quest. Und so haben wir nur sehr, sehr, sehr entfernt diese Idee von dem Alten mitgenommen, dass du es überhaupt nicht mehr wiedererkennen kannst, sondern eigentlich nur wiedererkennen kannst, wenn jemand erzählt, was die Idee dahinter war, weil es ja nur sozusagen eine Mechanik, nur eine Idee wirklich ist. Und so weit weg kann man natürlich auch gehen mit der Idee. Und trotzdem kann es sozusagen die gleichen Empfindungen auslösen bei Leuten, denen das damals gefallen hat, das dann in einem neuen Spiel irgendwie wiederzufinden. Ja, spannendes Thema. Retro Games, Remakes. Lasst uns auf jeden Fall unten in den Comments wissen, welche Spiele ihr denkt, haben auf jeden Fall ein Remake, ein Remaster oder was auch immer verdient. Schreibt außerdem gerne rein, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, über die wir uns mal unterhalten sollen in der Zukunft. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und sehen uns wieder. Vielleicht, wenn ihr uns nicht als Podcast gehört habt, das geht nämlich auch. Und ja, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.